Jetzt geht's los. Auf geht's! Los. Los, Burschen! Haut rein! Hey, bröselt ihr weg! Jawohl! Prost! Stößt an. Fast die erste Torchance gespielt. Der Pass kommt. Wenn die über links kommen, könnte das rechts eng werden. Wieso jetzt das? Ja, da wartet Boateng. Boateng? Der rechte Verteidiger. Ist der Jurist? Lass mich nicht lügen. Nee, soweit ich weiß nicht. Der spielt Fußball. Ja, genau, das ist doch der, über den der Gauland so schlecht gesprochen hat. Ja, AfD. Ich hab gedacht, da ist der Boateng drin. Boateng und AfD? Afrikaner für Deutschland. Na, gab es. Der Gauland hat gesagt, dass der Boateng ja der Fußballspieler ist, aber dass der niemand zum Nachbarn haben will. Na, stell mal von mir sein, die Nachbar von Gauland. Nee, lieber nicht, du. Warum eigentlich nicht? Meinst du, wir wären dem zu laut? Ja, wahrscheinlich. Ja, dann braucht er halt auch Kopfhörer, so wie der Boateng. Stimmt, der hatte mal Kopfhörer auf. Ja, sag ich doch. Der hatte bombastische Kopfhörer. Marco Reus auch. Obwohl der nicht der Nachbar vom Gauland ist. Ich dachte, der Boateng ist nicht der Nachbar von Gauland. Ich weiß ja nicht, wo der wohnt. Gauland oder Boateng? Ja, der Marco Reus. Spielt überhaupt mit? Da ist er doch, gut. Marco, jetzt fummelt er nicht so mit dem Ball rum. Spiel auf den Boateng, der ist frei. Ja, was macht denn der? Mit der denn? Ja, Jerome. Und jetzt zieh ab die Bälle. Hol's drauf. Sag mal, der Diebe doch nicht. Den mach ich dir blind rein. Ja, warum blind rein? Reus. Faul. Sag mal, spinnt denn der? Warum lässt denn der weiterspielen, ha? Der hat doch klar den Mann gespielt. Komm, Piano, riech dich nicht ab. Ja, diese Drecksau hat den Boateng weg und ich soll mich nicht aufregen. Und es gibt doch mindestens Gelb und einen Freistoß. Ja, das sehe ich aber anders. Das war ein harter Zweikampf. Ja? Und der Jerome, der steht doch schon wieder. Also wenn der Schiri da schon Gelb gibt, ich meine, wo kommen wir denn da hin? Also wir sind nicht bei Wünsch dir was. Ja, wo dann? Sauber! Hast du gesehen, wie der Müller den vom Ball trennt hat? Also dann würde da auch Gelb geben. Jetzt gibt der Schiri dem Müller Gelb. Jetzt gibt der dem die gelbe Karte. Sag mal, spinnt denn der? Sagen Sie mir, Sie fix noch mal. Wieso? Das war ein taktisches Foul. Taktisch? Sag mal, zu wem holst du eigentlich, ha? Was ist das denn für eine Frage? Ich will natürlich, dass wir hier gewinnen. Wir? Wer ist hier mir, ha? Was sagst du? Mir, ich schon, du nicht. Was haben wir denn mit dir? Mit mir? Mit dir darf man sich fragen, gell? Du rechtfertigst diese Fehlentscheidungen und fallst unserer Mannschaft in den Rücken. Ach, was für eine Mannschaft. Unserem Volk fällst du in den Rücken und dem FC Bayern. FC Bayern? Es ist nur irgendein Spieler von Bonn, Koblenz oder Düsseldorf. Na, bei mir bauen die Spieler auf im Minga. Und dann werden sie von irgendwelchen Japanern zusammentreten, gell? Und du machst mir hier einen auf Linienrichter oder das Gescheithaferl, du unpatriotischer Saukrüppel, du. Also ich glaube, ich krieg einen Föhn hier. Koch dir hoch wie eine bayerische Dampfnudel. Du, dir fehlt die Gelassenheit. Gelassenheit? Ha, das muss ich mir von so einem Karnevalsprinz wie von dir vernetzt sagen lassen, du Norgalzutzler. Mir, san, mir. Du, die Nummer reicht aber nicht fürs Funkemariechen. Das kannst du aber singen, du. Was interessiert mich denn deine Faschingsschranzen? Ich hätte ihn nie heiraten sollen. Der Papa hat schon mal gesagt, der ist nix. Ach, leck mich nicht, das ist mein Altargeschenk. Tante Hildegard war ja auch nicht so begeistert von dir. Und? Was und? Liebchen, wir haben trotzdem geheiratet. Reus, lass sie gewalt! Tor! Wir holen den Bond raus! Wir nach Hause! Servus, Conor Reiter! Das geht so nicht. Mike, halt jetzt am Schlaf. Ihr müsst halt auch einfach mal die Goschschreibe. Komm rein! Ich bin der Feier mit uns! Komm her, komm her! Schau mal, schau mal, was wir alles haben. Und eine halbe kriegst du auch, gell? Und korrigiere doch! Müller positioniert sich! Ich würde Apple wahrnehmen.